Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Leider musste ich bei der letzten Aufnahme speichern und abbrechen. Und jetzt gucke ich gerade, 4 von 6, ich glaube, wir hatten schon mehr Schrott, ne? Ich befürchte, wir sind wieder ein klitzekleines Stückchen zurückgesetzt worden. Und ich glaube, wir machen jetzt einen kleinen Teil ein bisschen doppelt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ah, alles klar. Ja, hier, das war der Rest aufsammeln und jetzt mussten wir, glaube ich, die Dingens nochmal runterlassen, ne? Suchbereich 100%. Ah, Mist, das hatten wir schon gemacht. Ja, die Puppen. Okay. I'm so sorry. I'm so sorry. Der hat beim Speichern ein bisschen zurückgesetzt. Die haben hier wohl sowas wie Speicherpunkte. Stop! Grab the bulbs and get out. Oder? Nee. Oder doch nicht? Hä? Oder waren wir hier am Ende? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich weiß, ich war hier lang gekommen. Oder war ich hier stehen geblieben? War ich hier hinter den Mannequins stehen geblieben? Ich bin gerade überfragt. Weil hier sind ja in der Tat die Lampen, die wir suchen. Dann haben wir doch nicht so viel doppelt gemacht. Die Lampen hatten wir uns ja letztens noch nicht geholt. Okay. Was haben wir denn hier? Lampen. Okay. Should be enough for Twinkle Toes. Da komme ich nicht raus. Was ist hier? Auch nicht. Hä? Wow, wow, wow. Wow, wow, wartet mal. Oh, alles klar, Arena-Kampf. Wow, alles klar. Au. Wow, 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 wir machen das, wir machen das. Au. Ja, komm, dann was weg ist, ist weg. Ja! Und den nächsten! Ja! So. Und der auch noch. Ja. Okay, okay, okay. Wo ist der nächste? Da! Alter, ich kann so nicht. Ich sehe doch nichts. Ah! Zu viele! Verdammt! Alter, nicht so viele gleichzeitig, verdammt! Da! Alter, Leute! Mann, gebt mir doch mal eine Chance hier! Und du auch. Na. Boah. Los, Schildbrecher. Da. Jetzt aber. Wow. Okay. So weit, so gut. Ich nehme die Waffe mal mit. Hier ist nichts weiter. Jetzt ist hier aber offen. Ah, ich komme hier nicht runter, ne? Oh, komm, hier. Hier sind die Nächsten. Aua! Da!
Boah, die haben ein Shit-Timing. Na, komm schon. Da. Nein, du nicht. Puh. Okay. Das waren die. Komme ich hier irgendwie... Ah, ja. Ach, du Schande. Okay, raus, raus, raus. Wow. Wow, 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 wow. Alter, was soll das denn? Hier drinnen ein Rennen? Beziehungsweise ein Kampf? Oh, shit, 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 shit. Alter, was? Hilfe! Oh, was geht mit euch hier? Zu viele! Hilfe! Oh, shit, 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 shit. Alter, ich sehe überhaupt nicht, wo ich hin muss so schnell. Oh, wir waren hier so schön einfach reingefahren. Kann ich nicht bitte ganz normal gegen die kämpfen? Hilfe! Alter, von wo werfen die denn alle? Das ist doch nicht euer Ernst. Shitte! Hilfe! Mami! Nein! Oh, 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 oh. Na, komm schon. Weiter hier. Verdammte Karre. Oh. Oh, ja. Und wieder der Nächste. Ist nicht euer... Alter, Hilfe! Oh, shitte! Alter, die sprengen hier alles in die Luft. Warte, hier kann eigentlich... Warte mal, ich probiere mal was. Ich weiß, das ist so nicht Sinn der Sache. Aber ich probiere mal was. Hier kann gerade von oben keiner kommen. Ich lasse ihn mal ein bisschen reparieren. Ich weiß, das ist wahrscheinlich vom Spiel eigentlich nicht so geplant. Aber es ist mir jetzt egal. Alter, wie übel das ist. Hör! Das blöde Ding setzt auch noch Minen aus, ey. Mein Gott. Na komm, steig aus. Steig aus, kämpfe wie ein Mann. Oder wie ein Monster. Oder was auch immer du bist. Egal, komm. Karre ist wieder fertig. Wir probieren es nochmal. Nein! Och, ihr habt doch ein Lucky Timing. Ich krieg das Kotzen. Boah, was für Lacker, Mann. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Ja, und der Nächste. Ach, lacht. Lass mich doch in Ruhe. Ja! Alter, das darf nicht wahr sein. Och ja, geht mir noch alle auf den Sack. Weg hier. Raus hier. Boah, Mama Mythos. Alter, wie eng das hier ist. Shitte. Ja, oh, Kacke. Nö. Okay, mit dem Fahrzeug enge Räume, nicht meins. Okay, wir sind raus. Boah, Leute. Zum Ausrufer zurückkehren. Oh. Ich habe mich ein bisschen angestellt wie ein blutiger Anfänger, glaube ich. Meine Güte. Aber Alter, ich weiß nicht. Mit der Karre in dem engen Bereich ist nicht meins. Ist so nicht meins. Echt nicht. Heiliger Bimbam. So. Ja. Gut, dann gucken wir mal, dass wir halt hier weiterkommen. Aber wenn wir schon mal auf dem Weg sind, würde ich gerne eigentlich theoretisch... dann würde ich hier den Suchbereich mitnehmen. Wo ist denn... Ah, hier müssen wir wieder runter, ne? Ich höre irgendwen schreien. Sind hier wieder welche unterm Sand? Hallo? Ah ja, alles klar. Da. Oh, zu viel. Alter, was? Alter, Hilfe. Warte, 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 warte. Langsam, langsam, langsam. Meine Güte, was gehen die denn ab jetzt gerade?
So, Schildbrecher. Oh, Mama Mythos. Wow. Da. Nein, 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 nein. Geh weg. So. Jetzt du. Schildbrecher. Jawohl. Und direkt noch einen hinterher. Ah, so. Huh. Na. Nein! Meine Taste ging gerade nicht. Ich habe mir eine neue Maus geholt. Mein Mausrad war ja kaputt. Alter, ich habe gedrückt. Mann! Und ich habe mir eine neue Maus geholt. Eigentlich voll cool, aber ich habe noch ein paar Probleme mit der Tastenbelegung. Die hat ein bisschen mehr Tasten als die alte. Und eigentlich dachte ich, hey, super, kannst du mehr drauflegen. Aber irgendwie funktionieren die alle nur als Makro, als Gedöns, als dies, als das. Wo ich denke, Leute, ich will einfach ein paar Maustasten belegen. Ich will keine Kindergarten-Makros, die alles für mich alleine machen. Ich will nicht irgendwelche Tasten von einer Tastatur da drauf ablegen. Ich will kein, was weiß ich hier, mein STRG und Shift und was weiß ich, das brauche ich alles für was anderes. Ich will auch nicht meine Gamepad-Tasten damit steuern können oder meine Joystick-Tasten. Ich will einfach ein paar zusätzliche Tasten an der Maus. Ist das so schwer? Checkt das irgendwie keiner von den Programmierern oder von den Machern hier? Ich weiß nicht. Kommt nur mir das so vor? Oder? Weil man kann Joystick-Tasten mit der Maus steuern. Man kann Gamepad-Tasten mit der Maus steuern. Man kann, ich weiß nicht, Makros mit der Maus steuern und alle möglichen Tastatur-Tastenbelegungen da drauf ablegen, wo ich denke, nein, nein, für meine Tastaturtasten habe ich eine fucking Tastatur. Für meine, kann ich einsteigen hier? Ich komme nicht in den rein, wie kriege ich denn, ach, da kann man nebenher gehen, okay. Ich möchte keinen STRG-Gedöns oder sonst was, oder das ist alles nicht meins. Ich will, wie gesagt, weder was von der Tastatur noch sonst was. Ich will auf der Maus mehr Tasten. Punkt. Einfach Maustaste 4, 5, 6, 7 und so weiter. Die ich ganz normal mit einfachen Funktionen belegen kann. Ohne eben meine meine Tastaturbefehle weiter irgendwie zu beeinträchtigen. Beziehungsweise die Tastatur irgendwie mit STRG oder sonst was für Funktionen zu überfluten. Dafür will ich doch mehr Tasten an der Maus. Damit ich eben die anderen Tasten nicht zusätzlich brauche. Was habe ich denn davon, wenn ich auf der Tastatur irgendwas belege? Nur, dass ich es mit der Maus ansprechen kann. Ja schön, komme ich ein bisschen schneller dran. Aber auf manche Sachen muss ich nicht drankommen. Ich meine, es gibt ja irgendwelche Menütasten und Einstelltasten für die Spiele, die du im Spiel selbst nie brauchst. Die brauche ich nicht auf der Maus. Aber Sachen wie Ausweichen, Waffe wechseln, was weiß ich was, so ein Gedöns. Hier, ne? Wie das hier mache ich ja auch mit der Maus. Von den Boomsticks auf die... Na, schaltet erst frei. Hallo? Okay, er verwendet sie gar nicht. Auf die Flammen werfen, auf die Shotgun. Ach so, warte. Muss ich so? Nee. Die Flammen funktionieren gerade nicht. Aber hier, ne, unseren Haken, das kann ich ja alles über die Maus auswählen. Mausrad und dann rechts zum Anlegen, links zum Feuern und was weiß ich. Das Ausweichen habe ich auch auf meiner vierten Maustaste, alles gut. Oh halt, da war noch ein Suchbereich. Aber ich verstehe nicht, warum habe ich nicht dann einfach eine fünfte, sechste, siebte Maustaste, wo ich ein paar schöne Sachen drauflegen kann. Warum soll ich da irgendein Makro drauf puzzeln oder scharf drauf sein, irgendeine Taste von meinem Joystick da drauf zu legen. Ganz ehrlich, entweder lege ich die Taste auf die Maus oder auf den Joystick. Weil ich habe nur eins von beiden in der Hand. Und man kann in fast jedem Spiel Alternativtasten festlegen. Das heißt, wenn ich wirklich eine Funktion brauche, sowohl in der Zeit, wo ich mit dem Joystick spiele, als auch in der Zeit, wo ich mit Maus und Tastatur spiele, dann kann ich sagen, an dem Spiel, alternativ, ich will entweder Taste, was weiß ich, XY, keine Ahnung, hier auf der Maus für das und das. Oder wenn ich am Joystick spiele, will ich halt, was weiß ich, Joystick-Taste 8 oder so für die Funktion.
weil ich die vielleicht auch gar nicht so oft dann brauche wie bei zu Fuß, was weiß ich. Aber warum sollte ich die Joystick-Taste mit der Maus auslösen können? Oder Gamepad-Tasten? Ich spiele ja gerade nicht mit dem Gamepad. Was soll das? Was macht das für einen Sinn? Wenn ich mit dem Gamepad spiele, habe ich keine Tastatur in der Hand. Und auch nicht meine Maus. Und wenn ich mit Maus und Tastatur spiele, dann habe ich das meistens umgestellt in den Spielen. Und die Gamepads sind quasi deaktiviert. Das heißt, wenn ich Gamepad-Tasten aktivieren kann, passiert gar nichts im Game. Wofür ist der Scheißdreck? Wer denkt sich so ein Mist aus? Ich will einfach mehr Tasten für Maus und Tastatur. Beziehungsweise halt an der Maus. Eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine zehnte, was weiß ich. Wenn es so gestaltet ist, dass ich gut rankomme an der Maus. Aber warum sollte ich eine Gamepad-Taste mit der Maus auslösen wollen? Das ergibt für mich, also ich... Bitte, wenn ihr es wisst, erklärt es mir. Ich kann es nicht nachvollziehen. Weil entweder spiele ich mit dem Gamepad, dann nutze ich die Gamepad-Tasten. Oder ich habe Maus und Tastatur oder einen Joystick. Und dementsprechend belege ich mir das. Und wenn ich im Zweifel gerade mit Maus und Tastatur spiele, aber wie gesagt, ne, eine Funktion brauche, die ich sonst am Gamepad habe, weil ich damit meinetwegen in einem Spiel die Flugzeuge steuere oder was weiß ich was. Brauche aber irgendeine Option auch bei Maus und Tastatur, dann belege ich das dementsprechend. Weil das kannst du bei jedem Spiel, wo du die Tasten in mehreren Situationen brauchst, kannst du die auch mehrfach belegen. Da kannst du sagen, okay, in der Situation liegt sie halt auf Joystick da und da, in der Situation liegt sie auf was weiß ich wo. Und zusätzlich kann man fast immer noch eine alternative Tastenbelegung, die man eigentlich nie braucht oder sehr, sehr, sehr selten braucht, auch noch festlegen. Also warum zur Hölle soll ich eine Gamepad-Taste mit meiner Maus auslösen können? Aber das kannst du machen. Das kannst du machen. Du kannst bis zu 12 Gamepad-Tasten oder was mit deiner Maus auslösen. Aber wenn du mit Maus und Tastatur zockst, einfach mal eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte Maustaste. Das geht nicht. Sorry, kein Verständnis. Kein Verständnis für. Kein Verständnis für. Boah, hier geht's aber ab. Meine Güte, ich muss unbedingt zusehen, dass ich hier ein paar Sachen noch kaputt mache und deaktiviere. Und dann muss ich mal in Ruhe hier ein paar Suchbereiche abklappern. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich finde das aber ehrlich gesagt super imposant, wie das hier wirkt. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das finde ich super imposant. Das Gastown-Ding hier ist echt übel. So, dann wollen wir mal zurück, damit wir hier auch vernünftig jetzt diesmal einen Speicherplatz kriegen. Und wollen beim Outcryer die Lämpchen abgeben. So. Hallo, Sportsfreund. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that can work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Ah ja, okay. Der Tanz mit dem Tod, abgeschlossen. Hab dem Outcryer gegeben, was er wollte, und er lässt mich beim Gastown-Rennen starten. Allerdings brauche ich immer noch einen Kämpfer. Okay, das klingt gut.
würde ich sagen, gucken wir uns ein bisschen um und suchen uns neuen Kämpfer. Aber das machen wir beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ich wünsche mal... Oh, wir haben eine neue Mission auch. Da gucken wir auch beim nächsten Mal vorbei. Also ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal gucken wir, wen wir irgendwie an unsere Seite bringen für das Rennen. Also macht's gut. Ciao.